Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Die Landespressekonferenz versteht jetzt vielleicht, warum ich auf eine gestrige Landespressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz verzichtet habe. Sonst hätte man das heute früh um 3:30 machen können. Ich denke mal, das ist besser aufgehoben jetzt nach dem Kabinett, auch in Verbindung nicht nur mit dem Beschlusstext, den Sie inzwischen alle kennen, sondern mit dem, was sich für das Land Sachsen-Anhalt daraus ergibt. Denn das ist nicht unmittelbar hier direkt aus dem Text zu erschließen, sondern kann nur im Kontext auch der bisherigen Verordnungslage und der geplanten Verordnungslage einer neuen 11. Verordnung dann auch transparent gemacht werden. Kleinen Moment, jetzt muss ich erst mal hier abstellen. Ich rufe zurück, bitte, ja? Alles klar, danke. So, momentan muss man die Handys trotzdem scharf halten, weil noch vieles aus Berlin nachgesteuert werden muss, wie Sie auch vielleicht gleich noch erfahren werden. Also, wie ist die Situation im Lande? Wir haben heute per RKI eine Inzidenz von 126,3. Das ergibt sich aus den 11 Landkreisen und 3 kreisfreien Städten in einer Spreizung von 203,5 im Burgenlandkreis und 55,3 im Altmarkkreis Salzwedel. Daran sehen Sie schon, dass wir in einer deutschlandweit schweren Situation stecken und dass die gestrige bis in die heutige Morgenstunde hinein reichende Ministerpräsidentenkonferenz dringend notwendig ist, denn diese Inzidenzen sind zu hoch und außerhalb des definierten Korridors von 50 bis 100 angekommen. Denn wir sind als Deutschland, wie gesagt, bei 108,1 inzwischen gelandet. Und dieser Trend muss unbedingt umgedreht werden, zumindest im ersten Schritt gedämpft werden. Und dazu sind Maßnahmen erforderlich. Dazu hatten wir uns verständigt und was das konkret heißt, möchte ich in einigen Stichworten aufrufen. Frau Grimm-Benne wird das dann auch aus Ihrer Sicht nochmal als zuständige Fachministerin ergänzen und den Rest können wir dann über Fragen klären. Was ergibt sich nun aus der Beschlussvorlage? Erstens, die bisherigen Öffnungsschritte, die wir getätigt haben zum 1. März und zum 8. März hin, bleiben weiterhin aufrechterhalten. Das heißt, wir ändern am System der Öffnungen, die ja inzidenzunabhängig erfolgten, nichts und erfüllen trotzdem das, was wir als Notbremse verabredet haben, nämlich nicht nur sozusagen für das Land, sondern auch generell in den Landkreisen. Wir gehen ja regionalisiert dran, aufgrund der schon genannten Spreizung. Wenn es darum geht, dass hier Sondermaßnahmen inzidenzbezogen zu ergreifen sind. Das heißt, mehrheitlich im Bereich der reduzierten Kontakte. Das heißt, die Kontaktbeschränkungen sind das erste Steuerungselement, neben weiteren Dingen, die die Landräte entsprechend ihrer Situation auch dann vornehmen können. Und wie gesagt, die Notbremse wird damit praktiziert, wird also nicht ergänzt durch ein hier im Text als Option mit aufgerufenes Element der Ausgangssperre. Es wird keine flächendeckende Ausgangssperre geben. Das haben wir auch nochmal im Kabinett festgestellt, dass es möglicherweise in einzelnen Kreisen zum Bestandteil des Handlungsschemas gehört, um die Inzidenzen dort einzugrenzen. Das ist eine andere Sache, aber landesbezogen greift dieses Instrument nicht. Das Zweite ist, dass wir ebenfalls die Schulen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten weiterhin in Betrieb halten. Und zwar auch dort, wo wir wie im Burgenlandkreis die Inzidenz von 200 überschritten haben. Dort haben wir ja die genannten 203,5. Wir können das deswegen rechtfertigen, weil wir dort ein Modellprojekt fahren, was dazu führt, dass dort in einem ganz engen Zeittakt alle Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet und damit also auch überprüft werden und die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch im Kita-Bereich die Kita-Erzieherinnen und Erzieher geimpft sind, sodass wir also an dieser Stelle
entsprechende Vorkehrungen getroffen haben, die wir auch weiterhin auch wissenschaftlich begleiten, um auch Erfahrungen in den Bereichen auch zu entwickeln und entsprechend auch abschöpfen zu können, wenn es darum geht, mit der Pandemie zu leben und trotzdem in bestimmten Bereichen ein Stück Normalität sicherzustellen. Also durch die Teststrategie ist das dort möglich und diese funktioniert sehr gut, die Inanspruchnahme der Familien, also der Kinder als auch der Eltern, die ja ihr Einverständnis erklären müssen, sind sehr hoch, sodass wir also auch da dieses ganz schwierige Gebiet des Burgenlandkreises als Hotspot im Schulnetz mit drin lassen können. Weiterhin werden wir im Bereich des Einzelhandels, so wie wir ihn bisher in den letzten Tagen, in den letzten 14 Tagen vor allen Dingen praktiziert haben, ebenfalls nichts ändern. Es wird also sowohl vom Spektrum der Angebote als auch im Sinne von Click and Meet und diesen Verkaufsprozeduren keine Veränderung geben, sodass wir auch in der 11. Verordnung, einschließlich auch der Beschlusslage von heute Nacht, hier eine Kontinuität sichergestellt sehen. Wir wollen in diesem Zusammenhang aber die bundeseinheitlich vereinbarte Regelung der sogenannten Osterruhe offensiv im Lande praktizieren. Das heißt, neben den drei Feiertagen, die existieren, werden wir noch den Brückentag, den Ostersonnabend und den Gründonnerstag mit hinzunehmen und damit 5 Tage entsprechend eine Osterruhe versuchen, gesellschaftlich zu organisieren, mit dem klaren Stichwort, dass wir möglichst Mobilität entsprechend auch einschränken und auch die wirtschaftlichen Tätigkeiten runterfahren, bis auf die unabweisbaren Dinge der Grundversorgung, Elektrizität, Wasser und so weiter und so fort, einschließlich medizinischer Betreuung und einer ganzen Reihe von anderen Leistungen. Und diese 5 Tage sollen dazu dienen, dass die Entwicklung der Inzidenz und damit also das Infektionsgeschehen in ganz Deutschland zu beruhigen und möglichst auch mit einem Gegentrend zu versehen. Und das ist, wie gesagt, über die Feiertage sozusagen auch volkswirtschaftlich am ehesten auch begründbar, weil hier faktisch nur ein regulärer Werktag und ein Samstag mit ins Kalkül genommen wurden und in die Berechnung hineingenommen wurden, sodass wir also einen längeren Zeitraum dann auch zur Verfügung haben, um hier Effekte, so hoffen wir, zu erzielen. Das Ganze wird auf der Basis einer Musterverordnung des Bundes, die der Bund gerade erarbeitet, geschehen, in allen 16 Ländern gleichzeitig und identisch. Denn realisiert werden kann es nur durch die Verordnungsgebung der Länder, aber wie gesagt einheitlich nach einem rechtlich geprüften System des Bundes, sodass wir hier faktisch diese Tage als Ruhepunkte haben, nicht im rechtlichen, im juristischen Sinne als Feiertage, sondern als feiertagsähnliche Ruhetage, wo also all das, was als faktische Ruhetage so praktizierbar ist, als wenn es sich um den 31. Oktober oder um den 1. Mai handelt. Das heißt, das wirtschaftliche Geschehen wird deutlich runtergefahren und soll, wie gesagt, dann auch die Kontaktdichten mit reduzieren helfen. Wir hoffen, dass dadurch auch neben der Sensibilisierung, dass wir in einer ganz ernsten Situation in Deutschland sind, vor allen Dingen auch infektiologisch dort ein Effekt erzielt wird. Und das Ganze wird in allen Ländern gleichermaßen organisiert. Das heißt also, es finden auch bezüglich der Öffnung an diesen Tagen, an diesen 5 Tagen, keine Unterschiede statt, dass man sagt, im Westharz ist es so, im Ostharz ist es so, sondern es ist überall abgesprochen, auch zwischen den Kollegen. Wir hatten ja nun ausreichend Zeit gestern und die ganze Nacht, einschließlich der Pausen über, um uns abzustimmen, werden wir das also einheitlich auch praktizieren. Das Ganze wird aber flankiert durch Folgendes, weil wir ja insgesamt die 11. Verordnung für den Zeitraum vom 29.3. bis zum 18.4. in Kraft setzen wollen, am Freitag ist sozusagen am Donnerstag eigentlich schon, was den Umlauf anbelangt, und dann die entsprechenden Druckfassungen zu erstellen am Freitag und dann 0 Uhr am 29. dann scharf geschaltet.
Wir wollen diese Zeit nutzen für eine ganze Reihe von Dingen, die erstens darin einmünden, dass wir Ideen, die wir in den Regionen haben, in Richtung von Modellprojekten auf der Basis einer Experimentierklausel in der Verordnung in praktische Umsetzung bringen wollen. Was meine ich mit Modellversuchen? Dass wir unter klaren, kontrollierten Gesichtspunkten der Testung, der Begleitung, der Nachverfolgbarkeit, unter Nutzung von Apps und allen technischen Möglichkeiten, wir in bestimmten Bereichen des Beherbergungswesens, Ferienwohnungen zum Beispiel, bestimmter touristischer Angebote, bestimmter auch gastronomischer Angebote im Freiluftbereich beziehungsweise in der Außengastronomie, im kulturellen Bereich vor allen Dingen, da gibt es interessante Projektideen schon sehr weit entwickelt, dass wir dort bis in den Sport hinein, Handball zum Beispiel, kann sich der Oberbürgermeister Trumper hier in Magdeburg vorstellen, wir dort ganz gezielt reingehen. Klar, gleich nach Ostern könnte man beginnen, nach entsprechender Prüfung durch Pandemiestab und das entsprechende Fachministerium, je nachdem, wo es hineinreicht, um dann mit dieser Möglichkeit, dann Erfahrungen zu sammeln, die dann ausgerollt werden können in einen mittel- und langfristigen Regelbetrieb. Einschließlich auch die Situation, dass wir ja zum Beispiel mit dem Einzelhandel auch nächste Schritte erreichen wollen in der Gastronomie und im Hotel- und Gaststättenwesen, ebenfalls in den nächsten Wochen und Monaten auch deutlichere Signale setzen wollen, dass es dort wieder ein Stück Normalität gibt. Und dafür brauchen wir die Erfahrung, dass wir hier an dieser Stelle mit klar kontrollierten Systemen dieses auch bewältigen und mit entsprechenden Testmöglichkeiten und Kontrollmöglichkeiten den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen wieder ermöglichen. Das ist wichtig und es gibt viele, viele Überlegungen. Wir hatten auch gerade eine Landräteschalte, wo wir da noch mal gebeten haben, sich etwas einfallen zu lassen. Hier geht es nicht um die regionale Freischaltung und das Umlaufen und Umschiffen von bestimmten Schließungsszenarien, die wir derzeit pandemiologisch begründet auch machen müssen, sondern hier geht es darum, entsprechende Projekte zeitlich befristet in Gang zu setzen, um, wie gesagt, dann den Schritt wieder in die Normalität gemeinsam und verantwortungsbewusst und verantwortbar gehen zu können. Parallel wird es Bereiche geben, die durch diese Verlängerung des Lockdowns bis ja in die zweite Hälfte des Aprils hinein weiterhin geschlossen bleiben. Dafür haben wir gestern weitere Wirtschaftshilfen vereinbart für die sehr, sehr lange schon betroffenen Bereiche. Es gibt ja Veranstaltungsbereiche, im Diskothekenbereich und so weiter schon seit 7, 8 Monaten keine Öffnung mehr. Aber auch im Gastronomiebereich wird es an vielen Stellen eng. Da hat uns die Bundesregierung zugesagt und das haben wir auch eingefordert, dass wir hier weitere Hilfen benötigen über die entsprechende November-Dezember-Hilfen und Überbrückungshilfen 3 hinaus in die Bereiche hinein, die, wie gesagt, bisher leer ausgegangen sind oder unterdurchschnittlich auch aufgefangen wurden. Das soll jetzt mit der EU besprochen werden, auch beihilferechtlich sicher gemacht werden, sodass wir auch, ich glaube, an dieser Stelle auch ein Signal an die Betroffenen in der Wirtschaft geben. Uns ist auch bewusst, dass im sozialen Bereich vieles noch zu machen ist. Diejenigen, die schon lange in Kurzarbeit sind und demzufolge ein reduziertes Einkommen haben, da müssen wir jetzt auch mit Blick auf die Dauer der Betroffenheit noch mal sozialpolitisch etwas machen. Aber das ist noch ein eigenes Thema, wo Volker Menne und ich uns auch noch mal im Rahmen unserer Zuständigkeiten stark machen werden. Wichtig auch in diesem Zusammenhang ist noch, dass das Signal, was ausgehen soll, auch von der Beschlusslage, wirklich sehr, sehr ganzheitlich wirkt, also auch wirklich bis in alle Hausstände, wie es so schön heißt, oder in Familien hinein auch wirkt. Deswegen sollen auch die Kirchen und die Religionsgemeinschaften, die islamischen Gemeinschaften und als auch die jüdischen Gemeinden gebeten werden, möglichst auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten. Das ist der Wunsch der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung. Ich habe auch und auch die Kolleginnen und Kollegen an meiner Seite darum gebeten, dass das aber auch der Bund auf der
obersten Ebene der Religionsvertreter entsprechend auch selber kommunizieren und vereinbaren soll. Wir selber werden als Land dort nicht tätig werden. Das ist sozusagen dann, wenn eine freiwillige Entscheidung, die das Ganze flankieren soll. Und da würden wir uns als Land im Rahmen unserer Verantwortung einschließlich der Verordnungsgebung nicht hinein bewegen und entsprechend tätig werden, sondern das muss im Selbstorganisationsverfahren, und zwar von der Bundesregierung über die Religionsvertreter an der Spitze, dann in die gemeindlichen Strukturen hinein transportiert werden. Da würden wir uns definitiv zurückhalten. So, und jetzt würde ich sagen, übernimmt Frau Grimbenne, weil es jetzt auch darum geht, was passiert denn an dem Donnerstag? Was muss alles geschlossen werden? Was kann geöffnet werden? Was kann auch am Sonnabend als Brückentag geöffnet werden, damit man nicht 5 Tage lang ohne Versorgungsmöglichkeit dasteht? Und was ist sozusagen auch rechtlich mit bestimmten Dingen verbunden, einschließlich solcher Grenzfälle? Wie gehen wir mit Hofläden und Ähnlichem um? Ich würde ihr das nochmal als Anfrage, die bei mir angekommen ist, nochmal rübergeben, sodass sie darauf vielleicht nochmal direkt Bezug nehmen kann und das in einem Paket behandeln, denn das wird ja nachher in der Verordnung auch Niederschlag finden. Das heißt, da wird dann genau stehen, wer darf aufmachen, wer muss zumachen, was ist aufrechtzuerhalten. Deswegen die letzte Bemerkung als auch Wunsch der Bundeskanzlerin nochmal an alle Landkreise und kreisfreien Städte hier weitergegeben. Die Impf- und Testzentren, einschließlich der Fieberzentren, sollen über die kompletten Feiertage, über diese 5 Tage hinweg auch weiterhin geöffnet werden. Es soll weiter geimpft werden, es soll weiter getestet werden. Wir wollen das Dunkelfeld aufhellen. Gerade auch mit den Modellprojekten nach Ostern haben wir ja einen Anreiz, sich sozusagen nicht nur anzustrengen an der einen Stelle, was Ideen anbelangt im kommunalen Bereich oder im Trägerbereich, sondern eben auch dazu beizutragen, dass man als Bürgerinnen und Bürger sich testen lässt, weil man damit den Zugang zu diesen Leistungen bekommt und auf der anderen Seite wir sicherer werden in der Einschätzung, wie viel ist im Dunkelfeld an Infektionen unterwegs, symptomlos, ohne dass wir es merken. Und je eher wir das identifizieren durch diese Tests, umso eher können wir diese Infektionsketten unterbrechen und demzufolge die Inzidenzen, die im Lande jetzt im Durchschnitt über 100 sind, runterdrücken, damit wir wieder größere Handlungsspielräume unseres eigenen Handelns auch im Lande haben.